Wer einen Minijob ausübt und bis zu 450 Euro im Monat verdient, der hat die Wahl. Gibst du 16,20 Euro zusätzlich aus oder führst du dieses Geld an die Rentenversicherung ab? Warum wir dir immer empfehlen würden, dieses Geld an die Rentenversicherung zu zahlen, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim Sozialverband Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz und berichte hier regelmäßig über Fragen aus dem Sozialrecht. Wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst. 16,20 Euro im Monat haben oder nicht. Das klingt erstmal wenig, aber gerade wenn du sowieso nur ein kleines Einkommen hast, sind auch 16,20 Euro schon eine Menge Geld. Falls du einen Minijob ausübst, zahlt dein Chef sowieso schon Rentenbeiträge für dich. Die Frage ist jetzt allerdings, ob du deinen Rentenanteil auch selbst bezahlen willst. Das sind immer 3,6% auf das, was du verdienst. Bei 450 Euro wären es eben 16,20 Euro. Für die Altersrente, das nehmen wir schon mal vorweg, macht das den Kohl nicht wirklich fett. Wenn du ein Jahr lang immer 16,20 Euro im Monat abführst, wächst daraus später ein monatlicher Rentenzuwachs von 4,50 Euro. Doch die magische Wirkung dieser eigenen Rentenbeiträge, die entfaltet sich nicht in deiner späteren Rentenhöhe. Es geht vielmehr darum, ob du durch diese eigenen Rentenbeiträge auf den Minijob überhaupt Anspruch auf eine bestimmte Rente später hast. Beispiel Erwerbsminderungsrente. Hier musst du gewisse Wartezeiten, Voraussetzungen erfüllen. Wenn du die nicht beisammen hast, unter anderem Pflichtbeitragszeiten, dann muss die Rentenkasse eventuell gar keine EM-Rente an dich auszahlen. Thema Grundrente. Wenn du diesen Zuschlag haben willst, der jetzt bald irgendwann ausgezahlt werden soll, dann musst du mindestens 33 Jahre Wartezeit vorweisen können. Und hier zählen beispielsweise Zeiten, wo du nur eine Erwerbsminderungsrente bezogen hast oder wo du mal arbeitslos warst, überhaupt nicht mit. Mit ein paar Euro aus dem Minijob kannst du also dafür sorgen, dass du später vielleicht ein paar hundert Euro im Monat zusätzlich bekommst. Mehr über die Grundrente und wie die mit dem Minijob zusammenhängt, habe ich in einem eigenen Video erklärt. Das verlinke ich dir hier oben in der Ecke. Und Stichwort vorgezogene Altersrente. Bei jeder Art der vorgezogenen Altersrente musst du bestimmte Wartezeiten erfüllen. Entweder 35 Jahre oder 45 Jahre, übrigens auch mit einer Schwerbehinderung. Wenn du jetzt in bestimmten Zeitphasen deines Lebens nur einen Minijob ausgeübt hast, kann es sein, dass dir das jetzt hier wieder auf die Füße fällt und du deine ganzen Ruhestandspläne komplett umlegen musst. Klar ist es schöner, das Geld hier und jetzt ausgeben zu können. Aber denk mal drüber nach, nur ein paar Euronen im Monat, damit kannst du jetzt den Grundstein dafür legen, dass du entweder im Krankheitsfall oder wenn du später früher in die Rente willst, alles genau so ausüben kannst, wie du es dir vorgestellt hast. Von daher meine ganz klare Empfehlung, wenn du einen Minijob ausübst, dann zahl die 3,6% eigene Rentenbeiträge. Das war's für dieses Mal. Hoffentlich hat es dir für dein Leben, deine Praxis was gebracht. Falls ja, lass uns gerne eine gute Bewertung da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder.